Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zum Special Part des FM12 mit dem MSV Duisburg. Ja, warum so lang? Ganz einfach, für die, die die letzten Parts nicht eingeschaltet haben. Es steht die Woche der Wahrheit an mit drei wichtigen Partien im Kampf um den Aufstieg. Und heute, also der Beginn, macht die Eintracht bei uns in der MSV Arena. Und das wird keine leichte Nummer, also ich rechne, ein Punkt wäre schon eine kleine Überraschung, ja, das muss man doch schon so sagen. Wir werden zwar das beste Team aufbieten, aber die Frankfurt Eintracht ist einfach bärenstark. Da wird es sehr, sehr schwer, irgendwas zu holen. Wir werden zwar jetzt das beste Team aufbieten, was wir haben. So, und zwar Formel zum Tor, ganz klare Sache. Dann Kevin Wolze spielt den Linksverteidiger. In der Innenverteidigung André Hoffmann mit Kevin Panewitz. Im defensiven Mittelfeld Goran Cukalo. Rechtsverteidiger müssen wir wieder auf Beberovic setzen. Linkes Mittelfeld Daniel Adlung. Rechts Mittelfeld Brosinski. Im offensiven Mittelfeld bleibt es bei Domaczewski, vorne im Sturm Jula und Baljak. So, Exler kommt natürlich auf die Bank. Auch Janos Laschok kommt auf die Bank. So, das Beste, was wir zu bieten haben, mehr geht eigentlich nicht. Wir müssen auch natürlich die Mails abchecken, ganz, ganz klar. So, wir reden noch mit den Spielern natürlich. Super Letztspiel von Fromlowitz. Karimov gut trainiert. Bruno Schwarz, brauche ich nicht mitzureden. Gut trainiert kann man eigentlich immer sagen, das ist eigentlich immer eine relativ gute Sache und einfache Sache, da die Moral ein bisschen zu heben. So, genug geredet, wir gehen in das erste Spiel der Woche der Wahrheit. Relativ aussichtslos gegen Eintracht Frankfurt. Die Eintracht von Minute 1 unter Druck setzen, das muss hier die Zielsetzung sein. Vielleicht kann man ja die erste Viertelstunde gnadenlos überstehen. Oder vielleicht sogar die in die Führung gehen. Das war eine erste Chance. Durch Domovčiški. Eckball jetzt, aber kein Problem für die Eintracht. Nikolov hält das Ding. Und Frankfurt kommt. Man muss natürlich aufpassen vor Moitrisu, den Knipser der Eintracht, den wir ja verpflichten wollten, aber dann ist es einfach an den irrsinnigen Gehaltsforderungen gescheitert. Und wenn das jetzt ein Tor ist, wenn Moitrisu, unglaublich, unglaublich, Moitrisu ist eine unfaire Sau, 1-0 für Frankfurt, weil er unfair ist. Ein bisschen Gefühle noch, wenn MSV gehabt hätte, hätte er jetzt Nein gesagt. Ein richtiger Söldnersau, ein richtiger Spasti. 1-0 für Frankfurt durch so ein Mist. Und dann Pfosten für uns, das gibt's doch nicht, Baljak. Mann! Eine Flanke von Atmung passiert, drei Frankfurter Verteidiger am zweiten Pfosten lauert. Baljak nimmt den Ball gar nicht lange an, sondern schießt sofort und setzt ihn an den linken Pfosten. Das ist doch unglaublich. Mann, Mann, Mann! Idrissou mit so einer Scheiße und dann treffen wir hier den Pfosten. Jetzt gibt's Ecke für Frankfurt. Aber Adlung buxiert das Ding aus unserem 16er. Baljak sieht Geld noch im taktischen Foul. Also Frankfurt scheint hier zu kontern. Wir lassen schon mal so Spieler warm laufen. Jetzt verflacht das Spiel so ein bisschen.
tut sich eigentlich gar nichts mehr. 3 Minuten gibt es noch oben drauf. Halbzeit, 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 Halbzeit. Ja, wir könnten eigentlich mal wechseln. Wir könnten mal Pliatzikas reinbringen. Und auch Beiljak rausnehmen, weil der gelb vorbelastet ist, und Ex-Lager reinbringen. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Bosinski motivieren wir. Tomaszewski auch. Das Team loben für diese couragierte Leistung. Vielleicht können wir ja den Punkt noch holen gegen die Eintracht. Das wäre natürlich ein Ding. Wir probieren natürlich, diesen Platz 3 wieder zu erreichen, aber ganz ehrlich, wer hätte denn damit gedacht, dass wir überhaupt da oben mitspielen, ja? Die Zielsetzung war ja Platz 7 bis 8. Jetzt sehen wir, haben wir hier Chancen auf Platz 3. Das ist natürlich schon überragend. Das ist eine klasse Leistung von der Mannschaft. Wenn es am Ende nicht reicht, ist es zwar ärgerlich, aber dann kann man sich ändern. Dennoch Hut ab für das Team. Und wir gehen jetzt voll in Angriff. Und Frankfurt wird das hoffentlich nicht aus. Und vielleicht kommen wir zu der einen oder anderen Chance. Das wäre wichtig. Es wäre sehr, sehr wichtig. Frankfurter wechseln jetzt, bringen neue Kräfte rein. Oh, man merkt, dass die Frankfurter jetzt über Wasser gewinnen. Wir bringen jetzt auch die letzte Option. Tomasz Sawalski für unsere Hackfresse aus Rumänien, Jula. Jakpa für Heiko Butcher. Die Frankfurter wechseln natürlich jetzt munter durch, aber sie haben jetzt alle drei Optionen erschöpft, genau wie wir. Frankfurt kommt, machen sie die Vorentscheidung? Nein. Wir probieren nochmal einen Tick in die Offensive zu gehen. Stellen auf dem 4-3-3 um für die letzte Viertelstunde. Mal sehen, ob das sich auszahlt. Aber die Frankfurter hier, die spielen das clever runter. Es steht nur 1-0. Aber wir haben keine Chance mehr. Die Frankfurter machen nicht das 2-0, weil Fromlowitz wieder überragend hält. Freistoß für den MSV, Freistoß für uns. Kriegen wir hier vielleicht eine kleine Chance, die wir nutzen. Das war sie, aber die muss dann auch rein. Die muss dann auch rein. 9 Punkte auf Frankfurt wäre eine dicke Hausnummer, die wir nicht mehr erreichen können. Mit einem Unentschieden bliebe es bei 6. Das wäre eher machbar. Aber wenn das Spiel 1-0 ausgeht, dann ist es verdient, auch wenn der Treffer alles in allem völlig irregulär war. Knifflige Entscheidung in Duisburg. Und jetzt... jetzt achten wir, jetzt gibt er wahrscheinlich Elfmeter. Das gibt es doch nicht! Was erlaubt sich dieser Schiedsrichter? Was erlaubt er sich? Zwei völlig klare Situationen, was eigentlich kein Elfer ist und was kein Tor ist beim 1-0. Völlig bescheuert. Ist doch beschissen. Da wird man so um die Punkte gebracht. Knallhart, wirklich knallhart, dieser Schiri. Knallhart bescheuert in der Birne. Mann, da fehlen mir echt die Worte. Ja, Statistik muss ich mir nicht geben, wir gucken uns die Ergebnisse an. 5-1 für Pauli, natürlich. 6-2 für Bochum, Mühe ist, alles klar. Cottbus gewinnt gegen Kräuter führt. 1860 gegen Paderborn. Und unser nächster Gegner heißt 1860. Ja, mit dem Interview sind wir auf guten Weg, mein Gott. Nächste Partie bei 1860 München. Sie steht am Mittwoch an. Wechsel, ja. Genau, Leverkusen holt Duijau. Die haben es ja, ne? Die haben es dicke.
Unglaublich, echt unglaublich. So zwei völlig beknackte, völlig bescheuerte Situationen, echt, ey. Da fehlen einem echt die Worte, echt. Wir machen jetzt einfach hier ein bisschen Erholung rein überall. Man glaubt es nicht, echt, man glaubt es nicht. Paar Dinge geändert. Das Spiel, das hängt mir noch hier so drin, ey. Mann. Weil das zwei Tore waren, die hätten nie fallen müssen. Ja, hier sehen wir noch das Restprogramm der Vereine, die um Platz 3 kämpfen. Wobei 1860 mit der schwerste hat, weil sie Frankfurt noch haben. Die Spiele stehen ganz oben. Bochum, die kämpfen auch noch um den berüchtigten dritten Platz. Ingolstadt, okay, steht im Mittelfeld. Aachen kämpft gegen den Abstieg. Also, es wird schwer. Wir haben auch nicht gerade das einfachste Programm. Aber wenn wir jetzt hier die Punkte gegen 1860 holen, dann ist alles wieder drin. Wir müssen hier gegen 1860, dürfen wir nicht verlieren. Ein Unentschieden ist okay, aber keine Niederlage, denn dann war es das. So, das Team lassen wir unverändert. Die Mails einfach mal kurz abchecken, ist nichts mehr. Okay, rein in die nächste Partie. 68 gegen den MSV Duisburg. Konzentration von der ersten Minute an bei 1860 München. Die Chancen, die wir uns hier rausspielen, die müssen wir nutzen, wenn wir welche bekommen. Aber 1860 ist erstmal da, aber Rakic zu eigennützig und verliert den Ball. Und da ist die Chance für uns, da ist die Chance für uns, die Riesenchance, die Riesenchance. Und wir führen in diesem ganz wichtigen Spiel mit 1 zu 0. Trijan Baljak. Zweites Tor in dieser Saison, 1 zu 0 für uns. Ganz, ganz wichtig hier, gegen 68 in Front zu liegen. Damit wären wir im Moment punktgleich mit 68. Tordifferenz spricht zwar nicht für uns, aber wir sind punktgleich und das ist das, was zählt. Aber 68 kommt wieder, die wissen natürlich auch, wenn wir hier verlieren, hängen die uns wieder richtig im Nacken. Und es gibt Eckball 1860. 68 mit einer Eckball und Latte. Einmal durchatmen. Pannewitz. Pannewitz zu die Ecke von Benjamin Kleiner trifft dabei aber die Latte des eigenen Tores. Noch einmal Eckball. Uiuiuiui. Konzentration da hinten drin. Pannewitz hatte bis jetzt eine 1. Mit der Situation hätte er eine 5 gehabt. Zwanzig Minuten sind hier durch. 1 zu 0 für den MSV Duisburg. Es ist auf jeden Fall spannend und Brosinski verletzt sich. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wir werden aber Janusz Laschok reinbringen, weil er von der Bank eigentlich immer ganz gute Aktionen gehabt hat. Puh, 1 zu 0 durchatmen, liebe Freunde. Mitfiebern ist hier angesagt. Domaschewski sieht gelb. Die Mannschaft kämpft um diesen Dreier. Das merkt man jetzt auch schon direkt. Elfmeter München, für wen? Und für uns. Es gibt Elfmeter für uns. Christopher Schindler mit Handspiel. Lajoch schießt den anscheinend Elfmeter. Kommt von der Bank. Und Lajoch macht das 2-0. Ja! Janos Lajok mit seinem ersten Treffer und der ist ganz wichtig. Geil. 2-0 bei 1860. Hammer. Ganz Riesenkompliment an die Mannschaft. Und sie erhöht nicht auf 3-0, das wäre die Vorentscheidung gewesen. Kirai hält den Ball. Berberic wird links steil geschickt, will an Timo auch mal vorbeigehen und bleibt zunächst hängen, aber der bosnische Spieler setzt erfolgreich nach, holt sich den Ball wieder und spielt in die Mitte, wo Jula zum Schuss kommt. Aber Kirai dreht den Ball um den Pfosten. Und die Ecke geht rein! 3 zu 0, was ist hier los? Jetzt machen wir die Dinger! Schokoran Schukalo!
Der Ball kommt etwa 20 Meter vor dem Tor zu Schukalo, der Daniel Birovka mit einer Körpertäuschung aussteigen lässt und dann abzieht. Der Ball schlägt links unten von Gabor Kiroy ausgesehen in die Ecke ein. 3 zu 0 für uns. Ist das geil. Das ist einfach nur der Hammer. Und wir müssen hier keine gelbe Karte eingehen. Wir bringen einfach Jürgen Jasula rein. Wir loben Srijan Baljak. Wir loben Emil Jula. Wir loben Šukalo, wir loben auch. Ja, okay, Laja können wir noch nicht loben. Aber wir können das Team loben für diese absolut klasse Leistung. Weiter geht es. 3-0 bei 1860. Jetzt machen wir hier auch die Tordifferenz. Richtig bodengut. 6 Treffer sind das. Wenn man das mit 1860 vergleicht. Wir kriegen mal kurz in die Tabelle rein. 16 zu 18, noch ein Treffer und wir wären zwar nicht vorbei, aber 1860 will eine Antwort geben und die kommt früh. Die kommt früh in der 49. Laut mit seinem 21. Treffer. Leute. ...1860 gibt sich hier nicht auf. Timo Achenbach sieht die gelbe Karte. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt auch mal Hoffmann raus und bringen... ja, doch, bringen Bajic. Hoffmann wirkt mir einfach dazu erschöpft. Bajic kann mit seiner Erfahrung vielleicht ein bisschen mehr Ruhe hinten reinbringen. Aber wir haben ja schon dreimal gewechselt. Ah, wir hatten dann die Verletzung in der ersten Halbzeit. Und 1860 gibt sich nicht auf. Das verdient Respekt, aber ein 3-0 Vorsprung darf man sich eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Oh, 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 liebe Freunde, passt mir hier auf. Wir hatten schon mal so ein knappes Spiel bei Union Berlin. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt, die von Anfang an dabei sind, 4 zu 3 ging das für uns aus. Da hat Union Berlin noch richtig gefightet und fast noch das 4 zu 4 erreicht. Viertelstunde noch, aber jetzt darf eigentlich nichts mehr passieren. Jetzt darf eigentlich nichts mehr passieren. Es sind noch 10 Minuten, das müsste der Sieg, der ganz, ganz wichtige Sieg im Kampf um Platz 3 sein. Aber 1860 kommt nochmal, es gibt Eckball, Beveruc hinderter Halfer am Flanken. Und die Ecke, die kommt da verdammt gefährlich rein, aber Panewitz ist gut auf Trab und klärt das Ding. Das dürfte es dann jetzt echt gewesen sein. Nachspielzeit 3 Minuten. Dann ist es aus. Wir gewinnen die ganz wichtige Partie im Kampf um Platz 3 gegen 1860 mit 3 zu 1. Ist das geil. Und Bremen überholt Hamburg aufgrund der besseren Tordifferenz. Ist das geil. Mann, ist das geil. Wir gehen in die Statistiken rein und sehen, dass das Spiel eigentlich doch verdient an uns ging. Und die Ergebnisse... Bochum schlägt Aachen 4 zu 1, unser nächster Gegner, Alemannia Aachen. 0-0, Kräuter führt. Damit wieder an der Spielvereinigung vorbeigezogen. Wir schlagen 1860 3-1, Pauli 3-0 gegen Union Berlin. Frankfurt knapp, aber anscheinend verdient 2-1 gegen Ingolstadt. Und Cottbus schlägt in Hansa Rostock 3 zu 0. Ein spannender Kampf um Platz 3. Platz 7 bis 3 sind gerade mal mickrige 2 Punkte getrennt. Und jetzt geht's zum letzten Spiel der Woche der Wahrheit. Alemannia Aachen zu Hause. Zu Hause ein Sieg gegen die Alemannia und wir sind richtig dick im Geschäft. Das kann man nicht anders sagen. Und Bremen wieder vorbei. Ein munteres Wechselspielchen da. Aachen steht auf einem Relegationsplatz. Auf den wollen wir aber nicht, auf den Abstiegsrelegationsplatz, sondern auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Wir sind besser als Aachen. Im Hinspiel gab es ein 1:1. Fürth gegen Pauli. Die letzte Chance für Fürth. Vielleicht nochmal Pauli als... ah, okay. Ah. Aber Pauli dürfte das eigentlich schon machen. Bochum 68 auch eine spannende Partie. Zwei Aufstiegs
Aspirant und Kampf auf Platz 3. Und Sposinski ist verletzt. Hab aber vor, Pamit mal rechts spielen zu lassen. Nein, auf keinen Fall. Janos Laszlo hat sich das verdient. Mit dem werden wir jetzt auch den Vertrag verlängern. Das hat er sich verdient. Wir verlängern um 2 Jahre. Und 175.000 Gehalt. Auflaufprämie gibt es keine. Nur eine Gehaltskürzung gibt's. Können wir das Gehalt noch ein bisschen drücken? Gesamtwert 53.000, das ist okay. Wir müssen in der Regel spielen. Ja, wir können ja erstmal das Grundgehalt so abgeben. Das hat er sich verdient aufgrund seiner Leistung. Er ist auch sehr, sehr flexibel in der Offensive. Also da sollte man dann doch schon eine Vertragsverlängerung ihm geben. So. Weiter geht es. Der letzte Spieltag. Der Woche der Wahrheit. So gesehen, es gibt natürlich noch die anderen. Ist ganz klar. Ran geht's an den guten Speck gegen die Alemannia. Unterschätzen auf keinen Fall. Das ist hier die Devise. Wir haben uns hier eine gute Ausgangsposition erarbeitet, aber die Aachener kämpfen um den Platz. Und sie führen durch Jabo. Das gibt's nicht. Lars Wilsweg läuft rechts, das Mittelfeldpass gut nach hinten zu Jabo, der zu viel Platz hat und aus 19 Metern abzieht. Der Ball rutscht vom Netz unter dem Körper durch und liegt schließlich im Netz. Ein Torwartfehler von Romlowitz, den muss man ihm jetzt auch mal verzeihen für die Klasse-Saison, die er gespielt hat. Aber das ist ein bitterer Gegentreffer. Das ist ein ganz, ganz bitterer Gegentreffer. Hoffentlich finden wir hier die Antwort. Mist. Angriff, wir müssen in Angriff, wir müssen in den Angriff, wir dürfen hier, sollten hier nicht verlieren. Ich habe auch als Anspruch ausgegeben, das Spiel hier nicht zu verlieren. Jetzt liegen wir 1-0 gegen die Alemannia hinten. Wir gehen kurz mal in die Blitztabelle und 1860 führt. Das ist nicht gut. Sollte Aachen hier einen Gegentreffer kassieren, sind sie auf Platz 18. Auf Platz 18, liebe Freunde, weil der letzte 27 hat. Hier sehen wir es nochmal. 28 und Rostock. Ein Gegentreffer schießt Aachen auf den letzten Platz. Also so eng geht es da unten zu. Ab Platz 13 ist da alles möglich. Und Bochum ist auf einmal auf 3, weil 1860 einen Gegentreffer kassiert hat. Anscheinend. Wir bringen wieder Jasula rein. Die wirkt viel frischer als Domovčiški. Baljak motivieren. Kommt, Leute, hier ist doch noch alles drin. Kritisieren, Fromlowitz. Das müssen wir auch mal machen. Und das Team motivieren für die zweite Halbzeit. Hier ist doch noch alles drin, liebe Freunde. Hier ist doch noch alles drin. Hier ist nichts verloren. Den Punkt müssen wir aber haben. Auer sieht gelb. Chance, nein! Mist! Nächste Chance, jetzt kriegen wir hier die Arbeit über was und Glanzparade von David Hoos, das kann doch nicht sein! Mann, jetzt haben wir aber hier die dicken Dinge, aber jetzt machen wir sie nicht. Nächste Chance. Und wieder nicht im Tor. Und wir wechseln jetzt erstmal Bajic ein. Weil er auch stärker ist. Das habe ich gar nicht gesehen als Hoffmann. Und wir können jetzt jeden Stärkepunkt gebrauchen, um nochmal mehr Druck auszuüben. Das ist nur ein positionsbedingter Wechsel. Aber nichtsdestotrotz kann der Wechsel durchaus helfen. Nächste Chance. Und wieder nicht, Leute. Kommt, jetzt macht doch mal das Tor.
Kurz, ein Blick in die Blitztabelle. Bochum ist auf 3. Bochum ist auf 3, ein Punkt. Ah, ist das spannend, liebe Freunde, ist das spannend. Und Bajic, Muskelfaser, das kann doch nicht sein. Und wen haben wir denn jetzt in der Innenverteidigung? Kann Şükürlü da spielen? Oh nein, mir schwant Böses. Wir müssen Şükürlü da spielen lassen. Uns bleibt gar nichts anderes übrig. Wir müssen Pamić einbringen. Oh, das ist ganz, ganz böse. Damit gehen uns jetzt auch die Optionen für die Offensive aus. Aber wir haben hier deutliches Überwasser. Daraus müssen wir jetzt auch mal langsam Kapital schlagen. Streit sieht gelb. Wegen grünen Foulspiels. Wow, ey, das ist auch Aktivposten da vorne drin. Die Alemannia kommt. Und jetzt stellen wir doch mal um. Jetzt gibt es irgendeine Möglichkeit umzustellen. Ja, die gibt es. Wir könnten nämlich Jasula auf rechts, glaube ich, ziehen. Ja, und Adlung können wir als hängende Spitze setzen. Nein, sogar als Stürmer. Okay. Die tick bessere Offensive, die wir hier noch hoffentlich jetzt zu uns so einen Vorteil nutzen können. 4-3-3 umgestellt. Die Aachener werden auf Konter lauern. Und Aachen kommt jetzt, Aachen kommt jetzt. Es ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Wir verlieren wir tatsächlich gegen Aachen. Eine ganz wichtige Partie verlieren wir hier tatsächlich gegen die Alemannia. Und Aachen kommt, Aachen gewinnt auf einmal hier über Wasser. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ein dummer Treffer. Taktik, kurz rein. Pressing, Eigenhälfte, Abwehrreihe weit vorne. Abschlüsse lang. Sturmtank, einfach mal Jula. Ecken gemischt. Passspiel jetzt auch lang und riskant. Die Chance ist dabei sehr hoch, dass wir hier uns einen Konter fangen und dann endgültig den K.O. bekommen. Aber die Chance ist da. Die Chance ist da. Es gibt Eckball. Es gibt Eckball. Aber da passiert einfach nichts. Schöner Reim, da wird gezogen und gezerrt, doch der Freistoß bleibt verwehrt. Schiri, der hat es nicht gesehen, so kann das doch nicht weitergehen. Interessanter Reim, aber ich bin jetzt nicht gerade auf Späße aufgelegt. Irgendwie das 1 zu 1. Irgendwie. Ah, Mann! Ist bitte. Nein, das kann nicht sein! Mann! Nächste Chance! Oh Mann! Das ist doch nicht wahr, Leute. Das ist nicht wahr. Und das war's. Wir verlieren hier gegen Aachen völlig unverdient mit 1 zu 0. Und Cottbus ist auf einmal auf 3. Was ist hier los? Wir gehen in die Statistiken und gucken uns das mal bitte an. Ein Schuss aufs Tor von Aachen und der geht rein. Das ist nicht zu glauben. Das ist einfach nicht zu glauben. Und wir haben 8 Schüsse. Wir machen keinen rein. Wir rutschen wieder runter auf Platz 6. Frankfurt und Pauli sind definitiv da oben durch. Wir gehen schon mal auf Spieltag 32, gucken uns die Begegnung dort an. Cottbus gegen Bochum, liebe Freunde. Was eine packende, interessante Partie. Die werden wir uns natürlich angucken mit unserem Spiel zusammen. Das ist ganz, ganz klar. Ah, Frankfurt führt, okay. Aber Cottbus Bochum müssen wir uns ansehen. Das ist eine spannende Partie. Ich würde mal gerne die Stimmen sehen zu unserer Begegnung hier. Es gibt nur einen Ball, wenn der Gegner ihn hat, muss man sich fragen, warum. Ja, warum? Und was muss man tun? Ihn sich wiederholen. Ja, das stimmt wohl. Und das von Aachen habe ich jetzt keinen Bock zu lesen, da habe ich nicht. Und Pauli und Frankfurt sind schon aufgestiegen. Ja, stimmt, es sind nur noch 3 Spiele. Glückwunsch an Pauli und Frankfurt. Und wer schnappt sich den entscheidenden dritten Platz? Das ist die Frage. Ah, ist ja. Alles klar, Thiago Motta. Schön. Der Wechsel im Winter.
nach Paris und wechselt im Sommer wieder zurück. Alles klar. Der Kerl hat's drauf. Okay. Eine Pleite, die hätte nicht sein müssen, ja? Das hat der Vorstand registriert. Die durfte, musste nicht sein. Ah, Mann, Mann, Mann. Aber es ist noch alles offen, liebe Freunde. Cottbus spielt gegen Bochum. Die nehmen sich gegenseitig Punkt weg und Laschok ist bei uns nächstes Jahr. Das ist geil. Das freut uns. Er hat gute Leistung gezeigt. Verdient sich da ja auch einen neuen Vertrag. Das muss man einfach mal so anerkennen. Frankreich in 5-Jahres-Wertung auf Platz 5. Ja, liebe Freunde, und die Euro steht auch bald an im FM und ich habe eigentlich vor, keinen Verein zu übernehmen. Wenn ihr doch sagt, ja, übernimm Verein, dann schreibt es in die Kommentare, aber wirklich Lust darauf habe ich nicht. Wenn ihr doch natürlich die Euro sehen wollt, dann ich da ein Angebot natürlich bekomme und ich einen Verein übernehmen soll, dann natürlich unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, einfach fehlgeschlagen. Ja, ist doch klar, dass sowas negative Konsequenzen hat. Ja, wir haben unsere Mannschaft nicht vollständig aufgestellt. Ja, ein Fazit zur Woche der Wahrheit. Die Pleite gegen Frankfurt war okay. Das, auch wenn die Tore völlig beschissen waren. Dann der Sieg gegen 68. Überragende Leistung der Mannschaft. Und dann diese nicht zu erklärende Pleite gegen Aachen, wo wir da auf ein Tor angerannt sind. Ah, das muss nicht sein. Und das ist die Prognose für den 32. Spieltag. 1-1 gegen Braunschweig. Nee. Wird nicht passieren. Dafür sorge ich höchstpersönlich. Und wie wir gegen Braunschweig abschneiden werden und ob wir uns hier endgültige Chance verbauen oder ob wir dann nochmal ganz oben angreifen auf Platz 3, das sehen wir morgen. Macht's gut, liebe Freunde. Ciao.